Schönen guten Tag, herzlich willkommen und frohes neues Jahr 2015. Es geht weiter, ganz offiziell jetzt nach der Pre-Show, auch mit Sprite Seeing Live und Zelda Ocarina of Time 3D. Bevor ich das dieses Mal vergesse, schalte ich jetzt schon mal den Fernseher um. Ich heiße alle willkommen, die ich noch nicht willkommen geheißen habe während der Pre-Show. Wir haben ja ein klein wenig Pause gemacht, einen Tag mit den Zelda-Streams am Silvester, um dort den üblichen Silvester-Sachen zu freuen. Ich hoffe, dass ich einigermaßen wieder auf dem Damm bin, dass wir das vernünftig über die Bühne bringen können. Ich hoffe, ihr seid auch einigermaßen auf dem Damm, dass ihr auch dementsprechend folgen könnt. Und ja, wir haben einiges vor heute, denn beim letzten Mal haben wir es bis zu Lord Yabu Yabu dann geschafft, den Dungeon besiegt, und der werte Trant hat, oh, jetzt habe ich alle drei Steine zusammen, okay, zu Zelda hingegangen, Ocarina abgeholt. Guck mal, wenn ich jetzt draufklicke, habe ich sogar die Ocarina der Zeit in der Hand, kann ich mir jetzt einflöten, auf der Ocarina. Aber es gibt ja noch einige andere Sachen, die man erledigen kann, und da bitte ich den Chat, auch noch gerne Tipps und Hinweise zu geben, weil ich könnte natürlich jetzt direkt in der Zeit reisen, ja, quasi zurück in die Zukunft, weil wir haben 2015. Ich erwarte übrigens mein Hoverboard jede Sekunde, dass es ankommt. Jetzt bin ich fast wieder zurückgelaufen. Gib mir ruhig nochmal ein paar Tipps, was man denn hier so alles anstellen kann. Ich glaube, ich würde nochmal in Kakariko vorbeigehen vorher, um dort mal auf dem Friedhof ein bisschen herumzudödeln und mal zu gucken. Irgendwo, da konnte man auch ein Hylia-Schild sich holen, ne? Ich könnte theoretisch jetzt auch eins kaufen, weil ich glaube, das hat ja 80 gekostet, ne? Und es müsste eins geben im Laden, wenn ich mich nicht irre. Aber ruhig her mit Tipps und Hinweisen und so weiter. Ich gehe erstmal nach Kakariko. Und da sehe ich schon im Chat, Flasche aus Kakariko. Wie viel? Wir haben zwei Flaschen schon, ne? Oder nicht? Items. Genau, wir haben die eine Flasche mit der Milch und die eine Flasche, wo die Flaschenpost von Prinzessin Rutu dabei war. Epona habe ich doch schon gemacht, oder? Ich habe das Lied gelernt, oder muss ich da noch was machen? Weiß es gar nicht mehr. Epona habe ich ja im letzten Video schon erledigt. Angeln. Ja, angeln würde ich jetzt noch nicht dann direkt machen. Da kann man sich eh ziemlich ziemlich drin verzetteln. Hast du schon die Hymne des Sturms? Ne, die habe ich noch nicht. Trant das Flaschenkind. So, fast 300 Leute sind auch schon da. Ich heiße auch noch mal alle willkommen, die jetzt dann zugeschaltet haben, und auch an euch ein frohes Neues. Ich würde versuchen, das mal periodisch zu wiederholen, ohne dass es aber langweilig wird. Okay, Hymne des Sturms, da müssen wir hinten in die Mühle rein, ne? Dass wir es mal erlernen. Dann holen wir uns doch die Hymne des Sturms. So, Epona ist erledigt, ja. Stimmt, der Chat sagt's auch. Ich habe übrigens nochmal in meinem Archiv nachgeschaut, da war beim letzten Mal im Chat die Rede von einem Nintendo Club Comic zu Legend of Zelda. Und ich dachte, ich hätte den noch, aber ich habe nachgeguckt, der war jetzt nicht in meiner Sammlung mit dabei, sondern ich hatte Comics vom Carshot damals mitgenommen, von Lylat Wars, also von Star Fox, und ich hatte noch einen von Lufia, hatte ich noch den Comic, den damaligen. Okay, wie war das? Du. Ups, falsch. Was war denn die Kombination hier? Oder musste die mir erstmal beibringen, ne? LY? LYA? Ich wäre mir sicher, dass es LYA ist, aber vielleicht muss man sich das erstmal. Ah! Oder war es erstmal in der Zukunft, dass man die da noch holt? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, erst als Erwachsener, ne? Schade. Ich dachte, ich kann das in einem Rutsch hier erledigen.
Aber es... Oh Gott, wie die immer gelaufen sind hier. Ha, ha, ha. Ich lebe in den Tag hinein und arbeite. Hui. Hui, hui. Also. Die haben wirklich die strangesten Laufe. A unten oben, A unten oben auf dem N64. Ja, ist leider ein bisschen anders auf dem 3DS. Das, was ein bisschen schade ist auf dem 3DS. Ich finde, ich habe ja hier, weiß nicht, ob man sehen kann, hier den alten 3DS sozusagen in der Hand, auf dem ich dann spiele. Und das ist ein bisschen ungelenkt. Das steuert sich leider nicht so gut wie dann auf dem N64. So, der Johnny schläft doch hier, ne? Genau, genieße, kommt später wieder. Aber ich glaube, man konnte das Grab verschieben und dann runterfallen. Ach, guck mal. Ach, da sind sie ja. Kleine Kinder dürfen an einer grausigen Grabgruseltour nicht teilnehmen. Deshalb treibe ich mich hier rum und spiele die grausige Grabgruseltour aus. Ach, guck mal. Die Kinder, das waren auch die in Majora's Mask dann sich versteckt haben, oder? So. Musste man die Gräber ziehen, oder wie war das? Kein Ärger, ich sag's Boris. Ja, na und? Lässt nämlich das nicht ziehen, Tischschweinejunge. Boah. Muss ich also wirklich in der Nacht wiederkommen? Na gut, machen wir es mal hier. Mit Zeldas Lied. Okay. Ups. Mit X fangen wir an, ne? Der Schattentempel war direkt dahinter, ne? Dieses kleine Schweinekind. Also wirklich. Oh! 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 Alles explodiert. Alles explodiert. Alright. Springen wir in das Löchle rein. Königsgrab. Dann checken wir doch mal, was es hier so gab in dem Königsgrab. Ich hab einen Bumerang. Der macht mich doch ganz blümerand. So, hier so viele. So. Türen auf. Ich dachte schon, ich muss hier die Fackeln anzünden, aber ich habe doch gar keine Feuerpfeile. Das ist nicht so schön. Andersrum wird ein Damm draus. 450 Leute übrigens jetzt schon dabei. Hallo an alle Nachzügler und auch an euch ein frohes Neues. Oh Gott, wie ich die gehasst habe. Rückwärts laufen, damit die einen nicht sehen. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht in welche Richtung. Scheiße. Rückwärts laufen bringt nichts. Boah. Boah, du Schwein. Beweg dich vorbei. Beweg dich. Beweg dich. Trant. Trant, beweg dich. Boah. Und auch alleine die, alleine dann, wenn man in der Zukunft ankommt und die dann alle einen umkreisen in Hyrule Town. Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Ene mene miste. Wer scheißt dort in die Kiste? Nein. Das Sonnenlicht erschwindet bei Nacht, erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zu Sonne erneut, ewige Ruhe die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Da ist die Musik, alles klar. Die Hymne der Sonne. YYRA. Dann haben wir die Hymne der Sonne auch schon mal. Ich frage mich heute, wer die Zombies synchronisiert hat. Wahrscheinlich tote Synchronsprecher, oder? Die Hymne der Sonne.
Und jetzt? Ruhelose Seelen wandern und gibt Frieden mit der Hymne der Sonne. Alles klar, wenn wir die Zombies mal verhymnen. Kann man die denn jetzt hier schon spielen? Sonst ist es ja für den Tag- und Nachtwechsel. Nee, so richtig. Ah doch, hat sie angehalten, ne? Siehst du? Kann ich sie eigentlich jetzt hier killen? Ja, die werden sind lang genug paralysiert, dass ich sie schlagen kann. Ups, ah! Ah! Hier ist... Na gut, der war nicht mehr paralysiert, aber komm. Was soll's. Aber so oft habe ich das gar nicht benutzt mit dem Paralysieren. So. Wie war das denn, wenn ich sie draußen spiele, dann wird es entweder Tag oder Nacht. War doch so, oder nicht? Thanks, Leute, für Fragen natürlich immer gerne in den Chat rein. Ich versuche, so weit drauf zu achten, wie es geht. Aber auch unter dem Hashtag Gregor zockt. Jetzt habe ich die Melodie vergessen. YLR. Okay. Ein bisschen komisch für die Hymne der Zeit. Die wollte ich aber gar nicht. Ich wollte doch die andere. Ja, diese Kombinationen gehen mir komplett ab. YRA. Sind sehr ungewohnt. So, müsste jetzt Nacht sein. Nee, Nacht ist noch nicht, ne? Oder wird immer Tag, wenn man die spielt? Konnte man nicht wechseln mit der? Zwischen Tag und Nacht? Machen wir es nochmal. Ja, schon besser. Also jetzt muss das dumme Kind weg sein. Jetzt kann ich ziehen, wie ich lustig bin. Geist. Komm so rüber. So. Oh, eine Skulptulla. Bisschen, ja. Bitte in der Flasche aufbewahren. Die konnte man ja beim Irrlichtsammler abgeben, ne? Der einem dann auch eine Flasche gegeben hat, glaube ich. Na gut. So. Mit dem Bumerang ist ein bisschen, ja, weiß ich gar nicht genau, wo ich mit dem Bumerang hinzielen muss. Da soll ich doch vielleicht lieber mit der Zwille. So, da mit dem Bumerang einfach herholen, ne? Die Goldskulptulla. Hey, listen. Bei welchem war denn der Schild drunter? Der sich auch davon wagt. Heißt in der Flasche ja Flaschengeist. Stimmt. Wir sind Schnaps. Was Mut hat Mut, ne? Kommen Sie her. So, wo war denn der? Da, wo Efeu vor dem Grab ist. Oh, keine leere Flasche. Ja, ist mir auch egal. Okay, wo war denn?
Vor dem Grab oder hinter dem Grab? Ach ja, da. Der Efeu hier, ne? Ist das denn Efeu? 3D-Efeu? Oder so? Listen. Aber ich wollte doch nur ansehen. So. Da ist der 3D-Efeu. Der Efeu. Die Butterblümchen fast schon. Es waren fast 500 Leute jetzt wieder dabei. Doch wesentlich mehr überlebt. Dann das Silvester. Ihr könnt die Folgen übrigens auch mittlerweile, zumindest die älteren. Ah, sehr schön, der Helioschild. Auf. Falsch. Cracks-RPGHeaven.de dann gucken. Gerade die dritte Folge online gegangen. Hier war das Wettrennen da hinten, ne? So, warte mal, ich sollte auch das Ausrüsten nicht vergessen. Ach nee, war... Ah, Feen. Okay. Ja, dann scheiß auf den Flaschengeist. Trinke ich den. Njam, 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 njam. Klosterfrau Melissenflaschengeist. Yeah, Feen. Weil coole Leute Feen trinken. So, und, es tut mir leid, werte Milch, aber ich sauf dich aus. Weil ich lieber Feen dabei hab. Statt Milch. Oh, ach ja, zwei Schlücke. Zwei Schlücke Milch. Wettrennen gibt's als Erwachsener nach, wenn Boris tot ist. Aber gab's nicht noch eins in der Vergangenheit schon? Also wo Boris noch nicht der Geist war? Oder ich denke vielleicht an Majora's Mask, ne? Das kann's nämlich auch sein, dass ich's damit verwechseln tue. Okay. Schade bei dem Hylia-Schild immer als Junge. Guck mal, kann man nicht herumlaufen, sondern Link trägt ihn auf seinen Schultern. Also abwehren, bewegen und abwehren geht nicht, aber es hilft natürlich. Okay, Leute, was sollten wir denn noch machen? Wir könnten natürlich noch die ganzen Wege aufsprengen, obwohl, da kommen wir wieder zurück. Ich glaube, na, lass uns doch mal einfach dann jetzt zur Zitadelle der Zeit. Komm, es ist 2015. Das muss ja sein, ne? Oder fällt euch noch irgendwas Gravierendes ein, was wir unbedingt machen sollten? Vorher. Wie viele goldene Skulpturas habe ich denn eigentlich? Wird das irgendwo angezeigt? 12. Wie viele hat man denn gebraucht für die größere Brieftasche? Gucken wir mal. Das konnte man ja im Skulpturahaus tauschen. Den Maskentausch können wir auch noch machen, ja. Oh Gott, voll creepy hier. Oh, wie creepy das Ding ausschaut. Ey, alleine mit dem Mund und alles. Wir sehen so aus, weil der Fluch der Skulpturas auch, ne? Du hast 12 zerstört. Daher lässt nun langsam die Wirkung nach. Haben dir meine Kinder was gegeben? Man wird übrigens sehr reich. Ja, da gibt es ja die 1000 Rubine-Tasche, ne? So. Ich bin verflucht! Arg, ich bin auch verflucht! Arg, ich bin auch verflucht! Aber der eine Junge ist nicht mehr verflucht. Arg, ich bin verflucht. Oh Gott, vorher sah es da aber besser aus. Komm, auch der! Wie so ein Schlagstanz, der. Hier, eine wertvolle Belohnung. Yeah! 200 Rubine. Kann ich mir immerhin was leisten. Hat's geholfen, damit wir die Skulltullas. Hühnerflasche wichtig. Ach so, ah. Die Hühner in den Stall bringen, ne? Konnte man noch. Das war's doch, ne? Man musste die Hühner dann reinwerfen. In den Stall. Hat man dafür... hat man denn dafür eine Flasche bekommen? Das liebe Lieschen. Wo ist sie denn? Achso, hier. Moment. Ach, guck mal, wie der auch wieder läuft. Wenn das deine Mutter sehen würde. Das macht doch ein Hohlkreuz. Die laufen alle so rum.
Meine Hühner. Klar. Eins. Hui. Wie viel waren es? Sechs? Oder sieben? Eines haben wir. Wo sind sie denn nochmal? Ich weiß, dass da eins auf dem Dach ist. Ach, warte mal, hier hinten, ne? Oh, ich krieg dich. Hühni! Hühni! Komm her! Hab ich dich. Hühni. Hühni hört sich ein bisschen an wie... so ein Spitzname von einem Fußballspieler. Borussia Dortmund hat 30 Millionen Euro für Hühni ausgegeben. Eigentlich ist das Juanto de Cruzeiro Brasilias de Santos. Brasilianischer Nationalspieler, genannt Hühni. Ein paar Chicks klar machen, ne? So macht man das. Okay. Hier ganz raufklettern, oder? Oder? War der hier? Da oben rüber, ne? Mal gucken, weil wir müssen ja mit dem einen auch ein bisschen fliegen. Uiuiui. Mal sehen, reicht das von hier? Reicht das? Okay. Lass mal weg mit dir. Ich nehme mal mit. Einen schönen guten Abend dann. Noch wieder alle nachzu. Wir sind jetzt bei knapp 535 Leuten, die Silvester überlebt haben. So, und eins ist ganz oben auf dem Dach dann noch, ne? Oder eins noch dahinter. Noch drei, heieiei. Doch so viele. Welches fehlt mir denn noch? Auf dem Dach, weiß ich, das Ding. Ach, da drüben. Okay. Musste ich durch die Windmühle für das eine? Ja, ne? Aber gut, ich kletter jetzt erstmal hoch. So, da unten ist eins. Hier runter kann man nicht mehr springen, ne? Weggerollt. Ja, dann müssen wir durch die Windmühle durch. Da können wir irgendwie hochklettern und dann durch den Schacht, ne? Ist irgendwie so... Das ist das in Anführungsstrichen unnütze Wissen, das man sich erhält. Wie viele Meter man von dem Stoppschild parken darf, habe ich sofort nach der schriftlichen Prüfung vergessen, beim Führerschein. Aber, wo die dummen Hühner sich hier befinden, okay, konnte man von hier hoch oder musste ich von der anderen Seite? Ah. Von der... Oh, warte mal, oder? Ach, durch das Haus durch. Alles klar. Das große Haus. Das haben wir natürlich nochmal ein bisschen anders dann aufgenommen. Wo man noch nicht Bescheid wusste. Oder wenn man es noch nicht dann durchgespielt hat, habe ich auch wirklich jedes Eckchen dreimal umgedreht. Thank you.
Lässt du mich nicht durch? Diebstahl. Kann ich hier nicht rüber? Da ist die Tür dahinter. Lässt er mich nicht. Okay. Ist denn noch was? Wie viel fehlen mir noch? Drei meinte sie, ne? Muss ich doch eins nehmen und damit weiterfliegen? Wohl schon, ne? Dann schnappe ich mir noch mal ein Hühnchen. Ups. Genau das Gegenteil. Na. Kommst du her? Kommst du her? Von wo soll man springen? Von hier, oder? Oder nicht? Nein, 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 nein! Puh. So. So, und da oben? Da haben wir auch noch eins. Mit dem fliegen wir dann nochmal rüber, ne? Da haben wir noch eins. Kommst du her? Und von wo wir nochmal rüberfliegen in den Stall? Hier noch. In das Haus. Oh nee. Das reicht nicht. Sind das denn die noch? Oder fehlt mir tatsächlich dann noch eins? Zwei sehe ich dort hinten. Drei. Eins fehlt mir immer noch, ne? Jetzt könnte ich den vergessen haben. Am Eingang von Kakariko, okay. Dann haben wir sie wirklich alle, ne? Aber es passt ja dann ganz gut. Machen wir das. Und dann... Ups. Und dann holen wir uns... Holen wir uns, den, oder wir verschaffen uns Einlass. Zur Hymne der Zeit. Da ist es. Hühnchen! So. Einmal, wenn ich dich mag. Ins Gesicht. So. Wie auch alle sofort Bescheid wissen, wo die denn alle sind. Das ist ja mittlerweile gelehrt in der Schule. Und euch jetzt nochmal fast zur Halbzeit ein gepflegtes Hallo an alle Nachzügler und auch nochmal ein frohes Neues. Wir haben die Hühnchen zurückgebracht. Die, oh mein Kopf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke, dass du sie eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, das sagt die Hühnerfrau, wenn ich sie anfasse. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Yeah, Flaschenpower! Krasse Scheiße. Zelda LK. Ja, wenn ich Zelda LK gehabt hätte, hätte ich wesentlich besser abgeschnitten als Mathe und Chemie LK. Gott, war das schlimm. Gott, war das schlimm. Aber zum Glück muss ich sagen, dass mir Zeldalogie mehr gebracht hat im Leben als Mathe und Chemie LK. Habe ich doch meine Zeit in die richtigen Studien investiert. Okay, dann sind wir gleich in der Zitadelle der Zeit. Ich bin gespannt. Ah, und schlau ist die letzte Gelegenheit, dass wir den verwundeten Soldaten sehen. Den habe ich ja mal erwähnt. Den verpasse ich immer gerne.
Oder auch hier, nee, hier ist das Spiel mit den Flaschengeistern. Hier gibt es das Spiel. Hier habe ich immer... Ach, wir gehen aber einmal kurz rein. Ich habe die Töpfe immer hier gern kaputt gemacht. Im Topfladen. Ist so. Eins für dich. Eins für dich. Boah. Und... Boah. So viel Geld. So viel Geld. So viel Geld. Ein Skulltuller. So viel Geld. Ich mach die erstmal alle kaputt. Und dann sagt mir der Wachmann, ihr sollt hier aufpassen, dass da nichts kaputt geht. Ups. Bin ich gestolpert. In das Kissel herein. Ja, scheiße. So, gerade. Und. So. Was hast du zu sagen? Mann, ist mir langweilig. Es wäre bestimmt spannender, wenn hier mehr los wäre. Aber es bleibt unter uns. Ach, vielleicht können wir etwas Dampf ablassen, indem wir ein paar Krühe zerschlagen. Zum Glück sagt er es jetzt erst. Nachdem ich das schon... Oh, obwohl, ich habe da oben zwei verpasst, ne? Ah, da komme ich aber jetzt so nicht rauf. Egal. Okay, es hat ein bisschen Geld eingebracht. Din. Also ich hatte es in der Pre-Show auch nochmal kurz gesagt, aber wenn wir hier uns mal in Richtung verwundeter Soldat aufmachen, ich werde nachher noch ein Bundeskriegordent-Video aufnehmen, dem ich kurz ein bisschen was zu den Streams hier sage und zu... Da ist er, da ist er, da ist er, der verwundete Soldat. Und wie es weiter mit RPG-Heaven geht. Ark, bist du der Junge aus dem Wald? Endlich treffe ich dich. Ich muss dir etwas mitteilen. Ganondorf, der Herr der Gerudo, hat unseren König verraten. Impa hat die Gefahr erkannt und ist mit Prinzessin Zelda aus dem Schloss geflüchtet. Ich habe versucht, Ganondorfs Leute daran zu hindern, ihnen zu folgen, aber ohne Erfolg. Auf dich, sie wollte dir etwas geben. Wenn du es hast, dann eile zur Zitadelle der Zeit. Und... Er rührt sie nicht mehr. Alter, voll krass, ne? Der Typ ist einfach abgekratzt. Schau das an. Einfach so weggezwiebelt. Aber den verpasst man sehr gerne, weil sonst ist man ja hier durch die Gänge gegangen. Hier gibt es ja nochmal ein paar so Sidequest-Geschichten. Oh, aber guck mal. Das war mir auch nicht aufgefallen. Ich glaube, auf dem N64 war das ja so ein Render-Hintergrund. Einfach nur ein festes Bild. Hier ist es in 3D mit Bewegung. Was auch ganz geil ist. Hier war doch die dicke Frau, glaube ich, die hier gewohnt hat. Eine Kiste für mich. Dicke Frau mit den Schuhen. Mit dem Kamin. Bei dem Haus muss ich dran denken, wie bei Link Between Worlds. Da gibt es ja auch eine dicke Frau, in die man sich dann reinschleichen kann. Hey Opa, hast du einen Soldaten gesehen? Ist abgekratzt. Hey Kleine, ich verrate dir was. Ich hörte, dass sich eine geheimnisvolle Quelle befinden soll. Die haben wir doch schon aufgesucht, oder nicht? Ah, oder... Haben wir die aufgesucht? Um dort nochmal den Zauber zu holen. Ist der Soldat denn noch da? Oder hat jemand die Leiche jetzt schon weggeräumt? Es gab ja so ein bisschen die Debatte im Chat, ne? Ob sich... Nee, die Leiche liegt immer noch da. Kümmert sich keiner drum. Ist nicht mein Problem. Mal ein bisschen so Leiche hier. Mich soll es nicht stören. Die Debatte gab es im Chat, ob denn die grafischen Veränderungen wirklich eine Verbesserung sind für das hier. Und ich finde, also, Nintendo hat sich schon Mühe gegeben. Es ist zwar immer noch nur 3DS in Anführungsstrichen, aber so der Stil, der passt ja, ne? Und es wurde so schön von den Levelmodellen hier gemacht, also von den Charaktermodellen. Und ich finde eigentlich, also es ändert ja nichts daran, dass man immer noch die Originalversion hat. So, das können wir natürlich jetzt auch nach Kakariko bringen, aber das machen wir erst in den nächsten Anläufen, denn erstmal gilt für uns einer der Magic Moments des Gaming, der gleich ansteht. Guck mal hier, das ist noch ein Renderbild hier, ne? Und das auch. War auch immer so schön der Kontrast hier, ne? Guck mal, wie friedvoll und ruhig das hier ausschaut. So Leute, jetzt festhalten. 1,21 Gigawatt.
Gänsehaut. Oh, guck mal, die Steine hier sind neu. Das sind diese Tippsteine, ne? Also... eine Vision empfangen. Nee, ich brauche keine Tipps. Hier noch nicht. Also wirklich für die Leute, die dann hängen bleiben. Aber auch die Zitadelle der Zeit. Auch so schön architektonisch. Guck mal, wie hoch. Und die Choräle, die Gesänge da im Hintergrund. Ah, schon krass. Eigentlich hätte man ja, andere Spiele wären dann hier zu Ende. Ne? Man hat die großen Dungeons geschafft. Standard die Ocarina der Zeit, ne? Okay. Also die Hymne der Zeit. Okay, wie ging die nochmal denn hier auf dem... auf dem 3DS? YLR. Ey, ich komme da durcheinander. Boah. Alter. Die drei Steine, die wir gesammelt haben, werden ausgefärscht. 650 Leute schauen übrigens bis jetzt so. Herzlich willkommen auch an all die Nachzügler. Nochmal frohes Neues muss ich nicht sagen, ne? Das reicht. Es gab immer das große Gerücht, dass sich ein Raum mit einer Triforce verstecken soll im N64-Modul, aber das wurde letzten Endes nie gefunden. Also dass es tatsächlich einen physischen Raum gibt, wo die Triforce vorhanden ist und nicht nur hier als Logo und so weiter. Die mythische Legende, nach der sich Leute dann einen abgesucht haben. Okay, Leute. Vorbereiten. Trant ist das nicht? Oh, was denn? Das ist doch... kenne ich doch. Das kenne ich doch. Das ist doch dem Schwert. Dem Meisterschwert ist es doch. Sie legen ihre Klinge. Hohoho. Das Masterschwert. Das Meisterschwert. Also ich glaube, spätestens hier, das ist der Punkt, selbst wenn Leuten Ocarina of Time nicht gefallen hat, das hier ist Hammer. Einer der besten Momente der Videospielgeschichte. Wir erleben ihn gemeinsam live. 720 plus Leute jetzt dabei. 3, 2, 1, es werde Zukunft. Oh Mann. Oh Mann. Fucking Ganondorf. Ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Alter, voll der Heel-Turn hier. Ich muss dir danken, Kleiner. Das ist der Punkt, an dem diese ganze Zeitspalterei-Geschichte stattgefunden hat. Hier das Hyrule Historia. Auch nochmal aufgeführt. Ab da fing das alles an. Trant! Wach auf, Trant! Du bist der Auserwählte. Wer, ich? Ey, dieser Moment auch, dass der 7 Jahre lang, ne, dort festgehalten wurde, damit sein Körper reift. Hier bei den Weisen. Was, wer bist du denn? Ich bin Rauru, einer der Weisen. Das ist die Eule, ne? Oder? Wir haben die Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Jetzt hast du leider aufgemacht und Ganondorf hat die Welt zerstört. Das ist die Halle der Weisen im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitenfels zogst, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Alter, und jetzt, Trant, erschrick nicht. Schau dich an. Oh Gott, was denn? Hä? Huh? What the fuck?
Was ist denn hier passiert? Wer hat mir die neuen Kleider angezogen? Alter. Sieh nur, Trant, du bist gewachsen, du bist älter geworden. Was ist die Diskrepanz? Von 10 auf 17 Jahre? Irgendwie sowas, ne? Das Masterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitenfels zu ziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe, daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. What the hell? Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun, hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Ja. Doch vergiss niemals, obwohl du nur mit edelstem Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hier kommt der Moment der Wahrheit, Mann. Hat der niederträchtige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können? Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich, durch dessen Kraft wurde zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weisen noch schützen. Wie viel ist es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 Zeichen, 5 müssen wir noch schaffen, die 5 Tempel, ne? Doch noch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der 7 Weisen wieder geweckt wird, kann mit den Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauru, bin einer dieser Weisen. Und eine Eule. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Du bist als Träger des Masterschwerts dazu auserwählt. Schöne Kameraansichten übrigens. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun und wecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Ja, das war alleine schon ein super cooler Moment. Boah, und hier. Die erste Medaille, ohne einen Dungeon zu schaffen, schon bekommen. Aber alleine, wenn man sich jetzt Hyrule 7 Jahre später anguckt, ich habe es ja schon immer gesagt, Zeitreise-Scheiß ist geil. Ne? Chrono Trigger war geil, Zurück in Zukunft war geil, Ocarina of Time ist geil. Das Amulett des Lichts. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanal-Abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt.